Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zum Versportcenter mit Packy, dem Tierlieferanten. Ich bin nicht nur Tierfänger, ich bin auch Tierlieferant. Tierfahrant. Liefer. Ich bin Tierfahrant Liefer. So, und jetzt Godfrey. Oh, guten Tag, Mandy. Oh, hallo, du kleiner Hund. Du und ich werden jetzt Freunde. Ja, dann komm mit. Dann zeige ich dir, wo du wohnen wirst. Okay. Na, oh, Mandy, danke. Okay. Aber sonst ist alles okay bei dir, ja? Du klingst so ein bisschen komisch, lieber Butty Butt. Oh, warte mal. Wenn wir schon hier sind, dann können wir gleich da unten die Crazy Reitturniere machen, oder? Oder? Nee, ich habe keine Zeit dafür. Wir müssen jetzt... Ich wollte gerade die Crazy Reitturniere machen, aber das mache ich lieber dann nachher in einem Schwung die ganzen Rennen wieder ein bisschen XP farmen. Weil ich weiß nicht, ob das so spannend für euch ist. Die... Hallo! Hi! Er hat voll süß gewunken, der Mann. Das fand ich total lieb von ihm. Das ist ein freundlicher Herr. Dieser Herr. Ein wirklich, das, also freundlich. Und ich meine jetzt Herr, nicht Herr, Haare. Also Herr, hi, hi, ja. Sondern der Herr. Der Herr, ja. Ein sehr freundlicher Herr, Mann. Ein Mann, Herrmann. So, der freundliche Herrmann. Ist das eklig hier. Stinkt es krass und riecht's nach Dreck. Siehst du Teer und keinen Schnee, steckt dahinter die GED. War okay, oder? Kann man machen. Ah ja, das wollte ich auch mal. Das machen wir nachher. Ja, dann muss ich mal dann die Crew holen und dann mache ich mal mit der Crew gleich ein paar Rennen. Aber jetzt mache ich mal vorher erstmal nach Firegrove. Firegrove. Dann erst nach Vale, von Vale nach Firegrove und dann machen wir ein paar Rennen. Ich weiß nicht, ob wir das alles in dieser Folge noch schaffen. Oh, ich peile mal so eine Viertelstunde bis 20 Minuten ein. Das wird knapp. Aber, es könnte funktionieren. Es könnte ja was werden. Da sind sie schon wieder. Na, und machen irgendwas. Hi. Hey, hi. Hi. Hi, na? Hi. Und tschüss. Oder kommt das Flugzeug? Nein, passt auf. Ein Flugzeug stürzt ab. Oh. Ich sollte mal lieber aufpassen, bevor ich... Oh. Nein. Peggy. Nein. Ah. Nein. Rechts. Ja. Geradeaus. Ratten. Los. Okay. Noch ein bisschen schneller. Ich bräuchte einen Turbo, so einen Afterburner. So ein... Wie so ein... Also wie so ein Düsen. Also ich bräuchte Düsen. Ja. Ich bräuchte ein Düsenpferd. So. Jetzt haben wir es. Leute, wenn ihr... schenkt mir ein Düsenpferd. Nein, also... ich... Definitiv. Ich muss unbedingt gleich den Support anschreiben. Hallo, liebes Star Stable Team. Ich bin's mal wieder. Euer verrückter Erfinder Packy. Heute bräuchte ich bitte ein Düsenpferd. Und dann kriege ich eine Antwort irgendwann nach 3 Monaten. Und sagen dann, ja, hallo, es freut uns wirklich, dass ihr so viel Interesse an unserem Spiel zeigt. Leider ist es uns momentan nicht möglich, dir ein Düsenpferd bereitzustellen. Ich hoffe, du hast weiterhin viel Spaß. In Star Stable Online. Die Serverprobleme sind uns bekannt. Wir arbeiten bereits daran. Viel Spaß noch. Ach, und übrigens, die Starcoins sind teurer geworden. Du kannst jetzt 10.000 Starcoins für nur 635 Euro bestellen. Das ist ein super Spar-Plus-Angebot. Damit, ja, und wenn du nicht so viel Geld hast, lass es dir doch von deinen Eltern kaufen. Denn wenn du sie nur lange genug damit nervst, kaufen sie dir alles. Also passt das schon. Die sind ja reich, die können schon ruhig mal so viel Geld für ihr einziges Kind ausgeben. Ja. Elisabeth, was geht? Sunbeam ist eigentlich ein geiler Nachname. Quick. Ah ja, genau, das kann ich noch nicht machen. Hallo Mandy, ob ich die Frau aus Bloom Heights extrahieren kann? Ob ich die Farbe, nicht die Frau, ob ich die Farbe aus den Bloom Heights extrahieren kann? Natürlich! Die Blumen haben eine Menge spezielle Fähigkeiten, denn ich möchte nur den verwelkten Blumen pflückst. Jetzt stellt die sich voll hier in meine Elisabeth rein. Justine. Schon wieder eine Justine. Nee, von was kann eine Justine, oder? Justine heißt, ja, Gerechtigkeit, ne? Justice, Gerechtigkeit. Ich möchte, dass du den verwelkten Blumen pflückst und deine Frische noch stehen kann, lässt. Nein, Moment.
Ich möchte, dass du die verwelkten Blumen pflückst und die frischen noch stehen lässt. Okay, ich werde die verwelkten Blumen pflücken. Ich brauche 8 welke Blumen, um die Farbe zu machen. Schau dich im Wald um, du wirst sie schnell finden. Pflück aber nur die welken Blumen. Die Farben bleiben brauchbar. Auch wenn sie verwelkt sind. Okay, alles klar. Gut, danke Elisabeth für deine tolle Hilfe. Ich werde jetzt Blumen suchen. Die Frage ist nur, wo? Sie hat irgendwas gesagt von verwelkte Blumen im Wald. Hm. Oder? Da. Aha, haben wir schon die erste. So schnell kann es gehen. Nein, ich möchte nicht stehen bleiben zum Aufsammeln. Ich möchte einfach vorbeireiten und dann klackt sie aus dem Boden herausreißen. Kann das nicht Dark Madness machen? Einfach so mit dem Maul so hin. Rum. Ja gut, dann werden die Blumen irgendwie eklig danach, ne? Und voller Pferdesabber. Hm. Der Garf hat bestimmt ordentlich gescheit hier, wenn ich mit ihm so die ganze Zeit durch die Gegend piese. Guckt euch dann mal die Blume an. Da erkennst du nichts mehr, nur noch so gelben Schleimuschlutz. Schlummutz. Schlummutz. Ne? Das ist wie bei euch, wenn ihr mal wieder zu viel auf die Gabel nehmt. Man erkennt nichts mehr, nur noch gelben Schlummutz. Ja? Sagt das bitte das nächste Mal am Tisch, ne? Wenn jemand... Irgendwie muss man sagen, tut mir du, pass mal auf, Papa, Schatzi oder wer auch immer. Du hast da Schullemutz am Mund, eine Menge Schullemutz. Mach das mal weg, das sieht schullemutzig aus. Du kannst doch so schullemutzig nicht rumlaufen, Kindchen. Und wie du wieder aussiehst, schullemutzig in den Socken und ständig Schullemutz. So, so ist das nämlich. Bin ich fertig? Ja. Ich kann ja zurück zu Elisabeth, das ist geil. Okay, dann Fall. Es tut mir so leid. Das muss ab und zu mal raus, ne? Oder rein. Wenn man gähnt, atmet man ja ein oder atmet man aus. Ich weiß nicht, so ein Zwischending, ne? Pflücke die Blumen 1. Dank für die Blumen. Ich kann jetzt Farb für dich machen. Es wird ein bisschen dauern, komm also morgen wieder. Jawohl. Komme ich halt morgen wieder. Jetzt noch nach Figroove. Fire. Habe ich letztens irgendeinen Disc gekriegt. Fire, weil es nicht Fire Groove heißt, sondern Fire Groove. Ist doch scheißegal. Ich fahre halt nach Groove City. Yeah! Und außerdem fahre ich nicht, ich reite. Ich brauche definitiv ein Düsenpferd. Stell euch das mal vor und auf einmal so... Und dann 3000 km/h. Wir überschreiten jetzt den Schallmauerdurchschnitt. Der Doppler-Effekt hat schon zurückgeschlagen. Du machst einmal BÄM. Du machst die ganze Zeit BÄM, weil irgendwelche Pferde die Schallmauer durchbrechen. Ja. So ungefähr sieht es in meinem Kopf aus. Jetzt habt ihr eine Vorstellung, was bei mir den ganzen Tag so abgeht. Ne? Wenn... nein. Also ich muss sagen, also das ist ja mein... So in Videos aufnehmen ist für mich ja mein... Das ist ja mein... Da kann ich... Wie sagt man denn? Kompensationsrohr. So, ein Kompensationsrohr. Ich kann zwar auch tagsüber genug Scheiß machen. Es ist ja auch tagsüber, wenn ich aufnehme. Nein, nicht, also in der Arbeit. So, wenn ich stehe morgens auf und gehe arbeiten, so wie der andere Mensch auch. Es sei denn, die Schule haben oder die Studenten, ne, die schlafen erstmal bis 12 und überlegen sich dann, ob sie heute noch in die letzten 2 Stunden Vorlesung gehen. So. Aber bei mir ist es anders. Ich stehe in der Früh auf und gearbeitet. Schon wieder ein Wichtigkeitsangriff. Was ist denn los mit mir? Huch, boah, geil über sie gesprungen, wenn sie sich gedreht hat, oder? Voll geil. Ja, und auf jeden Fall. Worauf will ich hinaus? Ja, ich kann zwar... Genau. Kompensationsrohr. Ich kann zwar auch in der... Was ist nicht für ein Level, Alter? Oh, da zieht sie sich um, damit sie noch schnell ist. Ja, klar, Level 16. War ja klar. Emo-Wurz. Mhm. Naja. Da sieht man den Wald vor lauter Emo-Bäumen nicht. Und auf jeden Fall wollte ich auf den Punkt hinaus, dass... ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, Kompensationsrohr. So, also. Das Kompensationsrohr. Und ich habe dann... Normalerweise kann ich am Tag auch viel Scheiße labern. Nicht immer, aber oft. Ja? Und... Aber ich drehe da nicht, also ich erzähle nicht so, doch ich erzähle unter Tag auch schon so viel Scheiße, ja. Das ist schon so. Aber bei Star Stable ist es halt nochmal ganz schön, weil da kann man das so nebenbei machen, weil ja die Strecken relativ lang sind, die ich hier so stupide vor mich hin raise, ja. Und
mir wird das nicht langweilig, wenn ich euch Geschichten erzähle. Ja? Und ich erzähle euch hier gerne, ihr merkt, und das ist so ein bisschen mein Kompensationsrohr. Da kann immer alles raus und ich kann reden und das ist doch schön. Ja, und ihr könnt mir zuhören und den Kopf schütteln und euch denken, was ist denn los mit diesen Menschen? Und das ist doch schön. Das bringt euch, das bringt uns doch immer einen Schritt näher aneinander und dann vorbei. Aber es hat uns zumindest für ein paar Momente sehr nahe zusammengebracht. Und das ist schön. Denn heutzutage führt man viel zu selten mal so aneinander und vorbei und also in der Nähe. Man ist sich egal. Ja, so darauf wollte ich hinaus. Und in dem Fall kann ich mit euch meine Ideen, meine Gedanken teilen. Und ja, ich finde es zum Beispiel ganz schrecklich, wenn ich das in anderen Videos sehe. Dann nehmen die irgendwie so auf, zu dritt oder zu viert oder so. Und dann die eine ist gerade AFK, der andere macht sich gerade was zu essen und hat nebenbei so... Ja, ich bin auch da. Der vierte oder die vierte hat irgendwie ein Mikrofon, wo man sie kaum versteht und es knackt immer so. Ich finde das ganz schlecht, ganz schrecklich anzuhören. Nur, dass sie halt ihnen nicht langweilig ist irgendwie, weil es alleine blöd ist. Ja, dann muss man es lassen. Wenn man alleine sagt, es macht keinen Sinn. Felicity, ich habe ein Tier für dich. Schau doch nicht so traurig. Schöne Gummistiefel. Gott, wie viele Aufgaben sie für mich hat. Oh, hallo Mandy, was für ein süßes Kaninchen. Hallo mein kleiner Freund. Komm, ich zeig dir, wo du wohnen wirst. Da wird er wohnen. Ach, wie süß ist er ja schon. Ne? Wieso darf sie den auf dem Boden haben und ich darf den dann nur in so einer komischen Satteltasche tragen? Ha? Huh? Wieso? Aber putzig ist er ja. Hm. Ja, doch, er ist schon putzig. Adressanten. Hallo Mandy, sieh mal an, der Sattel, den ich bestellt habe. Ja, das hat aber lange gedauert. Ich habe bereits einen neuen vom Versandhandel erhalten. Aber das war ja nett von dir, den ganzen Weg zu mir zu kommen, Mandy. Weißt du was? Nimm den Sattel. Du hast ihn dir verdient. Tschüss. Okay. Auf dem Weg zum Gipfel. Ich muss mal gerade gucken, was ich hier noch... Jetzt habe ich einen Sattel gekriegt, ne? Ist ja geil. Nee, Geschwindigkeit plus 1. Ne, den habe ich gekriegt. Geschwindigkeit plus 2. Der kann sich doch sehen lassen, oder? Was hat denn ich jetzt für einen? Geschwindigkeit plus 1. Hm. Und eine Mieze habe ich noch. Wo gehört die hin? Zu Jenna. Jenna ist in Moorland, ne? Da muss ich ja noch nach ML. Da muss ich noch nach Moorland. Oder erst zum Gipfel. Sollen wir zum Gipfel? Auf dem Weg zum Gipfel. Frau Moors, ja, sie wohnt in Fallgrove. Ah, ja, das ist aber nicht hier. Das hatten wir schon mit Frau Moors. Auf dem Weg zum Gipfel. Auf zum Atem. Muss ich jetzt zum Gipfel? Ernsthaft? Ist das wirklich dein Ernst? Auf dem Weg zum Gipfel? Reise zu dem Bergpass beim Veldalesee. Ach so. Veldalesee. Moment. Ich bin jetzt in Fallgrove. Was habe ich jetzt noch für Aufgaben? Huch, was nur? Nein. Ich bin jetzt beim See und ich habe noch Jennas Katze. Okay. Ich gucke mal auf die Karte, wie spät das ist. Da müssen wir hier rüber, der Bergpfad, ne? Das ist doch das. Das ist doch hier irgendwie der Pfad, oder? Wo geht denn der lang? Wie komme ich denn da drauf auf den Bergpfad? Da hinten? Nee, oder? Oder doch? Nee, okay, da geht's nicht weiter. Okay, alles klar. Dann muss ich irgendwie... Aber ich muss mich doch da rechts halten, oder? Da, wo ich jetzt ja... Ich bin jetzt in den offiziellen Weg hierher geritten. Und da gibt's auch noch so einen Gebirgspfad von... Aber ich soll ja nach zum Wäldersee, oder? Ha. Huh. Oder was sagt sie? Sie sagt... Reite zum Bergpass beim Wäldersee. Und suche nach Frau Moors. Ja, Bergpass? Bergpass wäre dann das hier da. Oh, hi. Ach so, das ist das Weltchampionat. Na, du mit deinem Geisterpferd. Alles gut bei euch, ja? Alles geistig? Geistig alles in Ordnung? Ist lustig, ne? Weil manchmal, da ist er schon lustig, der Peggy. Manchmal. Manchmal eher so zum Schreien. Und zum Weinen. Au! Nein, du blödes Gestänge. Ich werd wahnsinnig mit dir. Was soll denn der schon machen? Wir reiten jetzt mal nach Vale zum See. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Episode angekommen. Das ging ja mal wieder schnell und war auch überhaupt nicht nervtötend. Ich habe ein paar Mal gegähnt.
Wir haben Spaß gehabt und haben viel geredet. Wir wissen jetzt also, warum Peggy so einen Knacks hat. Nein, das wissen wir noch nicht. Darüber unterhalten wir uns ein andermal. Bis dahin, Servus und Baba. Pfiat euch, Tschüssing und bis zum nächsten Mal. Au revoir. Sayonara. Und bye bye.